Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute ist der 31.12., also heute ist Silvester. Das Video kommt am Morgen hoffentlich online, wenn alles klappt. Und von daher wünsche ich euch schon mal ein schönes und gesundes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Und ja, ich zeige euch jetzt meine Jahresfavoriten aus dem Jahr 2018. Ich habe mal so ein bisschen gewühlt in meinen Schubladen und mir ausgesucht oder beziehungsweise heißt gewühlt. Also die Produkte, die ich hier habe, die stehen eigentlich ganz oben. Und von daher war da nicht viel wühlen, sondern eher rausnehmen und hier hinlegen. Und ja, es sind einige Produkte und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt gleich durch. Ich habe als erstes für euch Duftfavoriten. Und da habe ich einfach so All-Time-Favorites auch mit dabei, weil auch wenn ich die euch schon mal gezeigt habe, ich liebe sie trotzdem und deswegen müssen sie in die Jahresfavoriten. Und hier habe ich einen Kandidaten, der ist leider leer. Da ist nichts mehr drin. Es ist Black Opium von Yves Saint Laurent, ein absoluter Lieblingsduft von mir. Der ist so schön. Och, ich liebe ihn und ich muss ihn mir unbedingt nachbestellen. Aber ich habe erst Parfüm bestellt, deswegen erstmal nicht. Aber wie gesagt, ein absoluter Liebling von mir. Was ich dieses Jahr auch sehr gerne getragen habe, ist von Shirin David, Shirin David Duft. Oh, sehr, sehr schöner Duft. Gefällt mir auch richtig gut. Ich glaube, das ist sogar ein Eau de Parfum, genau. Und ja, richtig schöner Duft. Auch komplett leer, beziehungsweise ein bisschen was ist noch drin. Wird definitiv auch nachgekauft. Ja, ein Parfüm, was ich letztes Jahr von meinem Freund zu Weihnachten bekommen habe, also 2017, ist das Guerlain Le Petit Robe Noir. Das ist dieses hier. Und oh, dieser Duft ist einfach nur der Wahnsinn. Ich liebe diesen Duft. Ich habe den das ganze Jahr getragen, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich sage, es ist ein schweres Parfüm, finde ich. Und ich trage den auch im Sommer, weil ich diesen Duft einfach liebe. Und wenn ich etwas liebe und einen Duft liebe, dann trage ich den. Und es ist so schade, dass der leer ist. Es kommt vielleicht noch ein Sprüher raus. Und ja, auch der muss unbedingt nachgekauft werden, denn ich liebe diesen Duft. Ganz, ganz toll. Ja, ein weiterer Favorit von mir, das ist aber wirklich so ein Parfüm, was trage ich eigentlich fast nur im Sommer. Und zwar ist es Chisander Sandy Light. Da habe ich dieses Jahr eine Flasche leer gemacht und schon wieder eine bis zur Hälfte verwendet. Und ja, das ist auch ein sehr schöner Duft. Mag ich sehr gerne. Der Flakon ist auch richtig schön. Hier diesen Ombre-Verlauf mag ich einfach. Und ja, so ein schöner sommerlicher Duft. Deswegen, also da muss ich sagen, da bin ich halt wirklich schon saisongebunden. Also den trage ich eigentlich nur im Sommer. Aber dafür wirklich viel und gerne. Ja, ein Parfüm, was erst vor kurzem eingezogen ist, das mich aber im Sturm erobert hat, ist von Sadek und Voltaire, das Girls Can Do Anything. Und wie ihr seht, es ist schon ordentlich was raus. Es sind 50 ml hier drin gewesen. Und oh, das ist auch so ein schöner Duft. Gefällt mir richtig gut und ja, also ganz, ganz toller Duft. Also mag ich wirklich richtig, richtig gerne. Ja, jetzt kommen wir zu einem Duft, der ist, glaube ich, Ende letztes Jahr bei mir eingezogen. Und zwar ist es dieser hier, Jean-Paul Gaultier Skandal. Und der Flakon ist leer, nichts mehr drin. Aber der hat mich so umgehauen, dass ich ihn mir schon nachbestellt habe. Und ich habe mir den im Endeffekt in dieser Geschenkebox jetzt hier zu Weihnachten bestellt, weil die Box an sich reduziert war und somit das Parfüm auch wesentlich günstiger war als einzeln. Und ja, auch hier, wie man sieht, habe ich schon wieder ordentlich verwendet. Und oh, es ist so ein schöner Duft, Leute. Ich liebe den. Also das ist... dieses Jahr wirklich einer meiner Lieblingsdüfte. Also wenn ich, eigentlich habe ich fast immer zu dem gegriffen und in der ersten Halbjahreshälfte ungefähr eigentlich fast zu dem.
Ja, wobei, es hat sich eigentlich nicht viel genommen. Also, wenn ich sagen müsste, was meine absoluten, absoluten Top-Favoriten sind dieses Jahr, sind es diese beiden. Also wirklich ganz, 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 ganz tolle Düfte. Und den habe ich jeden Tag getragen, den etwas seltener, aber auch oft. Also, ja. Aber den wirklich fast jeden Tag, auch in die Arbeit rein, mag ich sehr, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit Pflegeprodukte weiter. Und da habe ich auch einen Favoriten, den habe ich jetzt schon 2 Jahre, 3 Jahre, wenn nicht sogar schon. Und zwar ist es hier von Rosens das Rosenwasser, 100% Rosenwasser. Ich liebe es, es gehört zu meiner absolut täglichen Routine. Ich verwende das eigentlich fast nur. Also das ist eins der Produkte, die ich wirklich jeden Abend verwende, jeden Morgen verwende. Und ich liebe es. Also bei anderen Produkten teste ich mich auch gerne durch. Aber das hier ist eigentlich bei meiner Morgen- und bei meiner Abendroutine immer mit dabei. Ja, was ich mir im Sommer gekauft habe, im Sommer, im Spätsommer, ist hier von Dr. Scheller die Organic Lavender Tagespflege für sensible Haut. Und ich liebe den Duft, also da ist auch schon ordentlich was raus. Ein schöner, angenehmer Lavendelduft mag ich sehr, sehr gerne. Ich nehme das wirklich für morgens her. Ich creme mein Gesicht damit ein, ich lasse es kurz einwirken, kann mich dann auch schminken. Es macht keine so Knötchen, was man ja oft hat. Und deswegen, also ganz, ganz tolle Tagescreme, mag ich sehr, sehr gerne. Ja, ein Produkt, was ihr auch ständig in meinen Hauls und in meinen Aufgebraucht seht, ist hier von Garnier der Clean and Fresh Augen Make-up Entferner Lotion. Ich habe dieses Jahr einige Produkte ausprobiert und muss sagen, ich bin immer wieder zu dem hier zurückgekommen, weil er einfach für meine Augen das beste Produkt ist und ich damit am besten zurechtkomme. Ich habe von Avène Produkte ausprobiert, ich habe von Nivea-Produkte ausprobiert. Ich habe von, ich weiß gar nicht mehr, Produkte ausprobiert für Augen-Make-up zum Abschminken. Aber das hier ist wirklich mein Number One. Ich liebe ihn. Er macht alles, was er machen soll. Er reizt meine Augen nicht und deswegen kommt er auch immer wieder nach. Und deswegen ist er einer meiner absoluten Top-Favoriten. Ja, dann ein Produkt, was im September, glaube ich, bei mir eingezogen ist, ist hier die Body Lotion. Oder Body Butter. Vanilla Pumpkin von The Body Shop. Design ist schon mal mega. Ich liebe es. Und ich glaube, ich werde mir die Dose wirklich auswaschen, wenn sie leer ist. Und hier auf meinem Schminktisch stellen und irgendwas da reinmachen. Ich werde sie schon was finden. Auf jeden Fall liebe ich es. Es ist so ein schöner, toller, warmer Duft. Ein so schöner Duft, Leute. Ich liebe ihn einfach. Die Body Butter pflegt die Haut, sie hält die Haut wirklich schön geschmeidig und sie zieht auch einigermaßen schnell ein. Also im Vergleich zu anderen Produkten wirklich top und ja, ich liebe die einfach. Ja, dann kommen wir zu 2 Produkten für die Nägel und da ist mein absoluter Top-Favorit jetzt in einer Mini-Größe von Microcell 2000, der Nagelhärter, der sorgt halt einfach dafür, dass meine Nägel nicht splittern, nicht abbrechen, dass sie halt schön lang wachsen können, dass ich selber entscheiden kann, wie lang meine Nägel werden und ja, deswegen liebe ich den und ist ständig bei mir in Verwendung. Und was ich auch für mich entdeckt habe, ist hier der Speedsetter von Essie. Der sorgt halt wirklich dafür, dass man nach maximal einer halben, dreiviertel Stunde, je nachdem, kommt natürlich auch auf die Schichten von Nagellack an, dass man dann wirklich loslegen kann, wieder anrempeln kann mit den Nägeln, ohne dass dann eine Delle drin ist oder sonstiges. Deswegen liebe ich den. Ja, dann kommen wir zum Make-up-Bereich und ich gehe jetzt nicht nach irgendeiner Reihenfolge, sondern ich zeige euch einfach die Produkte jetzt und da habe ich diese 2 Schätzchen hier. Einmal das Urban Decay Chill, also das ist nicht das All Nighter, was ja wirklich viele verwenden, sondern das Chill Make-up Setting Spray Cooling und Hydrating. Sorgt halt einfach dafür, dass die Haut schön glowy ausschaut, dass das Make-up natürlich lange hält und dass sie mit Feuchtigkeit nochmal versorgt wird. Deswegen finde ich das hier für mich, für meinen Hauttyp, für meinen trockenen Hauttyp besser als das All Nighter. Ja, dann ein weiteres Produkt zum Setten des Make-ups ist das hier, das Manhattan Insta Prime Set. Mag ich auch sehr, 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 sehr gerne. Vor allen Dingen, weil das hier kostet fast 30 Euro und das hier kostet, glaube ich, 7,95 oder 6,95. Und ja, ist halt für den Alltag top und deswegen verwende ich das halt häufiger als das Urban Decay,
Aber hier kann ich mich auch drauf verlassen, vor allem für mein Alltags-Make-up ist das absolut ausreichend. Und ja, deswegen mag ich das hier aus der Drogerie sehr, sehr gerne. Ja, dann kommen wir zu zwei Primern. Und da habe ich einmal den Catrice Prime & Fine Aqua Fresh Hydro Primer. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Er versorgt die Haut nochmal mit Feuchtigkeit, bereitet sie auf das Make-up vor und finde ich echt super. Und dann noch den hier von Maybelline, den Master Prime Pore Minimizing Primer. Den, also die verwende ich eigentlich meistens in Kombination. Den muss ich mir nachkaufen, wollte ich heute. Gab es nur leider bei DM nicht. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall den verwende ich hier für meine Nasenpartie, also in dem Bereich, weil ich hier etwas größere Poren habe. Da verwende ich den sehr, sehr gerne. Und ich muss sagen, wenn ich so jetzt überlege, mag ich den Maybelline Primer fast lieber als den Benefit Pore Minimizer. Also der ist schon auch gut, aber irgendwie gefällt mir das Ergebnis mit dem besser. Ja, dann kommen wir zu diesen zwei Schätzchen hier. Einmal die Hello Happy Foundation, die trage ich auch heute. Mag ich sehr, sehr gerne. Da habe ich ja eine schon komplett geleert über den Sommer weg. Die ist richtig toll. Also so eine schöne, tolle Foundation. Und ich habe die in der Farbnummer 1 und da ist sie mir im Winter fast ein Ticken zu dunkel. Ja, auf jeden Fall liebe ich die Foundation. Sie macht so ein schönes Ergebnis. Sie hält den ganzen Tag im Sommer bei 30 Grad, hat sie gehalten. Wenn wir unterwegs waren, wir waren in der Toskana im Urlaub, da habe ich die getragen und die hat einfach gehalten. Und ja, was will man von einer Foundation mehr? Und für mein Alltags-Make-up verwende ich momentan sehr, sehr gerne die Maybelline. Ja, genau, das ist schon wieder Maybelline. Die Fit Me Foundation und zwar in der Nummer 110, das ist die Farbe Porcelain. Ja, ist für trockene Haut bis normale Haut, finde ich richtig, richtig klasse, lässt sich schön auftragen. Und was ich an den beiden Foundations liebe, was ich festgestellt habe, Full Coverage Foundations mag ich nicht. Die beiden sind nicht Full Coverage, man kann sie auftragen und sie haben ein schönes Ergebnis. Sie lassen die Haut strahlen, sie lassen aber auch noch so ein paar Sachen durchscheinen, dass es halt einfach natürlicher ausschaut und was mir halt einfach wesentlich besser gefällt. Und deswegen sind das meine absoluten Favoriten in diesem Jahr gewesen. Ja, dann kommen wir zu zwei Pudern. Hier habe ich einmal einen los. So, das heißt jetzt beim nächsten Mal vorsichtig aufmachen. Ja. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, es ist das By Terry Hyaluronic Powder. Ich liebe es für meine untere Augenpartie. Meine, ja, ich habe es glaube ich schon oft erwähnt jetzt, meine Augenpartie ist sehr, sehr trocken und das Puder wirkt halt dafür, dass ich meinen Concealer setten kann. Und, was halt wichtig ist, dass es nicht trocken aussieht. Also das Puder ist wirklich so, dass es sich drauflegt, dass es den Concealer settet, aber die Augenpartie nicht austrocknet, was ich mit vielen, vielen anderen Pudern leider habe. Und das macht es nicht. Dieses Jahr, irgendwann Mitte des Jahres, glaube ich, habe ich mir das bei Douglas bestellt. Das ist das NYX Hashtag No Filter Sense Filter Finishing Powder in der Farbnummer Alabaster. Das sieht so aus. Man sieht auch schon, die Kuhle hier ist ganz schön weg. Verwende ich halt wirklich für den Rest meines Gesichts. Sorgt nochmal für ein schönes Finish. Rundet das Ganze ab und deswegen liebe ich es. Ja, dann haben wir zwei Bronzer. Einen leider aus einer Limited Edition. Die es aber Anfang nächsten Jahres nochmal geben sollte. Und dann werde ich mir definitiv dieses Produkt nachholen. Das ist von Love, der Hatice Schmidt Bronzer. Bronze die Wand an. Und das ist dieses schöne Teilchen hier. Und das ist halt einfach dafür geeignet, für Bronzing und Contour. Und das liebe ich. Also ich muss echt sagen, ich habe das echt zu schätzen gelernt, wenn man einfach nur ein Produkt aufträgt und dann praktisch Bronzer und Contour in einem hat. Und das ist wirklich so. Also das macht es so. Es passt zu meinem Hauttypen, weil es ist nicht so dunkel, es ist nicht so orangestichig. Finde ich richtig, richtig toll. Und ein ganz, ganz tolles Puder einfach. Ja. Und ja, mein absolutes Highlight immer noch ist hier von Becker der Sunlit Bronzer in der Farbe ist Bali Sands. Ja, hier habe ich ja auch schon ein ordentliches Hittepan und ich liebe den einfach. Es ist so ein schöner Farbton, er hat einen leichten Schimmer drin. Ich trage den auch heute hier als Bronzer und ja, er ist schön hell, er ist nicht zu orangestichig
Und die Schimmerpartikel sorgen halt dafür, dass man wirklich einen schönen Glow hat, aber nicht zu viel. Also das ist natürlich auch, es gibt so manche Bronzer, die haben dann so einen Schimmer drin und das denkst du, du hast einen Highlighter aufgetragen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, aber so liebe ich den einfach. Ja, dann bleiben wir bei Becca und Hatice. Hier haben wir ein Produkt in einem. Es ist der Becca Burling Glow Highlighter. Oh, ich liebe ihn einfach. Ich trage ihn auch heute wieder. Es ist so ein schöner Glow, finde ich. Und ja, man sieht hier schon ordentlich verwendet. Ja, ich finde den so toll und ich finde es so schade, dass es den nicht mehr gibt. Ja. Also wenn der mir leer geht, das ist wirklich schade und ich hoffe, dass der nochmal nachproduziert wird, weil der ist einfach wirklich richtig, richtig schön. Dann möchte ich euch auch einen Concealer zeigen, den ich dieses Jahr sehr, sehr gerne verwendet habe. Das ist jetzt der, der fast leer ist. Ich habe mir auch schon einen nachgekauft. Und zwar ist es hier der Revlon Colorstay Concealer in der Farbe 01 Fair. Das ist dieses Teilchen hier. Den mag ich sehr, sehr gerne wirklich für die untere Augenpartie. Der setzt sich nicht in die Fältchen ab, der trocknet die Augenpartie nicht aus. In der Kombination mit dem By Terry Puder einfach mein absolutes Top. Und deswegen liebe ich den und deswegen duftet der auch in meine Favoriten. Dann kommen wir zu meinem absoluten Blush Highlight. Und zwar ist es der Blush in der Farbe 010 Charming Rose. Auch den trage ich heute. Das ist ein schöner, dezenter Ton und man sieht ja, ich habe den wirklich schon ordentlich verwendet. Und ja, ich mag den einfach wirklich sehr, sehr gerne. Er ist schön dezent, er ist nicht zu auftragend und ja, deswegen mag ich den einfach. Ja, dann kommen wir zu Lippenprodukten. Und bei Lippenprodukten, ich habe wirklich hier, der Schuh ist voll mit Lippenstiften, Leute. Und ich habe mal geguckt, was habe ich denn super, super gerne verwendet. Und das, was ich super, super gerne verwendet habe, ist immer meine Handtasche. Und da habe ich insgesamt 4 Lippenstifte und einen Lipgloss. Und ich habe noch Liquid Lipsticks, die brauche ich nicht in der Handtasche, weil die halten einfach den ganzen Tag. Kommen wir jetzt einfach mal zu den Lippenstiften und da fange ich mit dem... Maybelline, ja, auch wieder Maybelline. Und zwar der Color Sensational in der Farbe 987 Smoky Rose Matte. Das sind diese schönen Teilchen hier. Und das ist der hier. Richtig schöne Farbe, gefällt mir richtig gut. Hält schön lange. Klar nicht so lange wie ein Liquid Lipstick, aber trägt sich auch nicht unschön ab. Gefällt mir richtig gut und deswegen auch einer meiner Favoriten. Dann kommen wir zu einem von Lavera und also ganz im Ernst, die gab es bei uns im Sale bei DM, weil die Theke rausgegangen ist. Aber der ist so, so schön. Das ist die Farbe Caramel Glam und den habe ich auch wirklich geliebt. Vor allen Dingen, was ich an denen toll finde, die pflegen die Lippen. Gerade wenn man trockene Lippen hat, schaut es einfach besser aus, wenn man so Lippenstifte verwendet, vor allem mit einem Pflegeanteil, als bei Liquid Lipsticks. Also Liquid Lipsticks ist bei mir im Winter eigentlich fast ein No-Go, leider. Ja, dann kommen wir noch zu 2 Urban Decay Lippenstiften. Und zwar habe ich hier einmal den Morning After, den habe ich mir letztes Jahr gekauft. Das ist dieser hier. Den habe ich auch sehr, sehr gerne getragen. Und dieses Jahr ist gekauft im Oktober, glaube ich, Backtalk. Das ist aber ein Matt-Komfort und der andere ist ein Sheer-Lippenstift. Und das ist Backtalk, ist der hier. Auch richtig, richtig schön. Mag ich richtig gerne. Und deswegen schon in meinen Favoriten. Und dann kommen wir zum Lipgloss und der ist auch ziemlich neu. Er ist bei mir eingezogen. Es ist dieses schöne Teilchen hier. Es ist der Fenty Beauty, ja, wie nennt sich der? Glossbomb. Glossbomb heißt er in der Farbe Fuzzy. Das ist dieses schöne Teilchen hier. Erstens, er duftet so, so lecker. Man kann ihn sich ganz einfach auftragen. Also auch optimal einfach für die Arbeit. Wenn man unterwegs ist und sich einfach nur so schnell was drüber schmieren möchte, macht eine schöne Lippe, gefällt mir richtig gut und da möchte ich mir vielleicht noch die anderen
ich glaube, 3 gibt es noch, auch noch holen. Finde ich richtig schön. Ja, und dann kommen wir zu den Liquid Lipsticks, wo ich gesagt habe. Und die sind auch erst im Oktober bei mir eingezogen. Das sind diese schönen Teilchen hier, wo ja auch viele, viele sehr, sehr traurig sind, dass sie sie nicht bekommen haben. Aber ich habe sie Gott sei Dank bekommen. Ich habe sie, glaube ich, bei ASOS bestellt mit der Palette zusammen. Und Leute, die sind so, so schön. Der Rotton ist mega. Er schmeckt nach Zimt. Also, was geht's besser? Sehr, sehr gerne habe ich Sugar Cookie hier getragen. Also Sugar Cookie ist ein sehr, 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 sehr schöner Ton. Die anderen beiden sind schon etwas spezieller, aber der hier für den Alltag top. Also richtig schön. Und der Rotton natürlich, ja, einfach ein Eyecatcher. Mag ich sehr, sehr gerne diese Liquid Lipsticks. Halten den ganzen Tag, außer man isst was Fettiges. Aber ansonsten halten die den ganzen Tag und das ist der Wahnsinn und ich liebe die deswegen. Momentan sind meine Lippen leider so trocken, dass es einfach nicht gut ausschaut. Deswegen momentan eher weniger Liquid Lipsticks, deswegen kaufe ich auch ehrlich gesagt wenig Liquid Lipsticks. Einfach weil ich das Problem im Winter mit trockenen Lippen habe und da ist es einfach schade drum. Ja, dann kommen wir zu Paletten und da habe ich auch ein paar Schätze. Und ja, ich glaube Mitte des Jahres ungefähr bei mir eingezogen ist dieses schöne Teilchen hier. Die Too Faced Natural Face, die meiner Meinung nach nicht so natural ist. Aber okay, sie ist einfach nur wunderschön. Und wenn man die aufmacht, sieht das innen drinnen einfach so aus. Und ja, man sieht, den Bronzerton habe ich natürlich schon oft verwendet. Genauso den Blush hier. Die Highlighter sind schon etwas spezieller, muss man sagen. Habe ich aber auch gerne verwendet. Also muss ich ehrlich sagen. Ja, doch. Finde ich sehr, sehr schön. Und ja, sie riecht einfach nach Zuckerwatte. So schön. Und ja, ich bin froh, dass ich die in meiner Sammlung habe. Ja, dann haben wir hier von Revolution die Kiso-Palette. Also ich muss sagen, Revolution, die Blogger-Boxen oder die Blogger, nicht die Blogger-Boxen, die Blogger-Paletten finde ich mit am besten. Alle anderen sind nicht so mein Fall. Die sieht so aus, die Palette hier, und habe ich auch schon sehr, sehr gerne verwendet. Und ja, finde ich richtig schön. Auch die Highlighter hier oben sind richtig schön. Ganz tolle Palette. Rose Gold ist ein richtig schöner Ton, genauso wie My Royal. Ja, einfach alles. Also die gefällt mir richtig gut, verwende ich auch gerne. Eine Palette, die ich aber wirklich so eigentlich fast am allerliebsten dieses Jahr verwendet habe, seit ich sie habe, ist von Too Faced die Sugar Cookie Palette. Das ist dieses Teilchen hier. Und man sieht, ich habe die wirklich schon ordentlich verwendet. Ich liebe diese Palette einfach für den Alltag. Sie hat einfach alles, was ich für den Alltag brauche. Also wirklich einen schönen Blendeton. Ich habe hier einen Crease-Ton, dann zum Abdunkeln außen und einen Schimmerton. Und deswegen liebe ich die Palette und sie ist halt einfach nur mega, mega schön. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Schade, dass man die nicht mehr bekommt, weil das ist einfach ein Schmuckstückchen, was eigentlich fast jede Sammlung gehört. Ja, bleiben wir bei Too Faced und da habe ich mir natürlich auch die Gingerbread Palette geholt. Auch diese liebe ich. Auch wenn ich sie noch nicht ganz so oft verwendet habe, wobei eigentlich habe ich sie schon öfters verwendet. Auch in meinen letzten Videos trage ich die mit dem pinken Augenlook. Gefällt mir richtig gut. Man hat hier das kleine Männchen, den Pinkton finde ich halt auch richtig, richtig schön, verwende ich gerne. Genauso wie Fitchy Pudding, also diesen unteren dunklen lila Ton, habe ich sehr, sehr gerne verwendet. Dann Bake It Till You Make It. Ja, ganz, ganz tolle Farben, mag ich sehr, sehr gerne und bin froh, dass ich die in meiner Sammlung habe. Und ja. Ja, dann eine Palette, die erst seit kurzem in meiner Sammlung ist, wo ich aber echt sagen muss, ich bin froh, dass sie in meine Sammlung eingezogen ist. Es war ein Goodie bei einer Bestellung dabei. Und zwar ist es dieses schöne Teilchen hier. Das ist von Huda Beauty, die Topaz Obsession Palette. Und ja, auch die hat wunderschöne Farben. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich hätte nicht gedacht,
dass mir die Farben so gut gefallen, aber ich verwende halt gerne diesen mittleren Ton halt fürs ganze Auge, dann diesen ja, senffarbenen Ton halt für die Crease mit diesem Orangenton, also ich verblende es so ein bisschen ineinander. Dann verwende ich gerne diesen unteren, dunkleren Ton für die Außenaugenpartie und dann diese Töne hier, diese Schimmertöne halt wirklich für das bewegliche Lid mag ich sehr, sehr gerne und ja, da möchte ich mir auf jeden Fall noch ein paar andere holen, weil ich die richtig, richtig schön finde. Ja, dann noch eine Palette, wo ich auch sehr, sehr froh bin, dass sie bei mir eingezogen ist. Ich habe auch ein Video dazu abgedreht, zu einem Look. Den verlinke ich euch hier oder hier oben mal, da, wenn ihr vorbeischauen möchtet. Ich glaube, die kriegt ihr auch noch online bei Catrice. Und zwar ist es die Made for Stars Eyeshadow Palette. Und ich glaube, bei Müller gab es die jetzt letztens auch nochmal. Und das ist auch so eine schöne Palette. Sieht so aus, habe ich auch sehr, sehr gerne verwendet. Und ja, gerade den Farbton Heaven, also dieses Schimmernde hier. Also gerade den Farbton Heaven habe ich sehr, sehr gerne verwendet. Oder auch den, wie heißt das, Stargazing Mystic Future. Also ich habe eigentlich im Endeffekt die zwei in Kombi verwendet, dann mit den dunkleren Tönen im Außenwinkel so ein bisschen ja, abgedunkelt. Und ja, den Blush hier unten habe ich sehr, sehr gerne verwendet. Und ja, alles in allem eine richtig, richtig schöne Palette. Und ich bin froh, dass ich mir die mitgenommen habe. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich sie mitnehmen soll oder nicht. Aber ich habe sie letztendlich mitgenommen, weil sie mir einfach mit am besten gefallen hat. Ja, ja, dann habe ich noch zwei Paletten von der gleichen Marke, die mich einfach so umgehauen hat. Und ich trage auch mit der einen Palette heute einen Augenlook dazu. Und ja, ich liebe diese Paletten jetzt schon. Die eine ist schon etwas länger bei mir, die andere ist jetzt kurz vor Weihnachten bei mir eingezogen. Und ja, es sind diese zwei Paletten. Es ist einmal die Norvina und einmal die Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills. Und die trage ich auch heute auf dem Auge. Und die Norvina Palette finde ich halt auch richtig, richtig schön. Ich zeige euch die jetzt mal. Das sind diese Farben hier und ja, gerade dieser lila Ton. Deswegen ist es auch eine Norvina Palette. Finde ich richtig schön. Und ich mag die Farben. Ich liebe es. Sie sind so gut pigmentiert, dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht zu viel Pigment aufs Lid bringt. Aber man kann sie trotzdem wirklich gut verblenden. Und ja, ich liebe die Palette. Genauso wie ich jetzt schon weiß und jetzt schon liebe die Soft Glam Palette. Die habe ich jetzt noch nicht ganz so oft verwendet wie die Norvina Palette. Aber seit ich sie habe, habe ich sie auch schon verwendet und oft verwendet. Und ja, ich finde die Qualität von den Lidschatten ist einfach so das Beste, was ich jetzt in meiner Sammlung habe, muss ich sagen. Ja, Natasha Denona steht auch noch auf meiner Wunschliste. Aber die sind schon sehr, sehr teuer, muss man sagen. Ja, deswegen, da bin ich wirklich noch so am Hadern, weil 50 Euro für eine Palette sind schon viel. Und dann nochmal das Doppelte ist halt schon viel. Ja, ich bin auch im Überlegen, ob ich mir die Huda Nude Palette noch holen soll, aber ja, das in einem anderen Video. So, jetzt kommen wir noch zu Favoriten, die nichts mit Beauty im Endeffekt zu tun haben. Da habe ich einmal dieses Produkt hier und zwar sind es die AirPods von Apple. Liebe ich. Ja, das sind diese kleinen Teilchen, die kann man sich schön ins Ohr stecken. Fallen halt fast nicht auf, halten bei mir richtig gut. Also ich kann auch mit denen Sport machen. Ich liebe die einfach und deswegen auch einer meiner Favoriten in diesem Jahr. Ja, genauso ein Favorit, ein Technikfavorit von mir ist dieses Jahr mein MacBook, was ich mir dieses Jahr gekauft habe. Ich habe hier noch so eine Hülle drum gemacht und ja, ich liebe es einfach, was mit dem einfach noch mehr Spaß macht, Videos zu schneiden. Ich hatte vorher einen normalen Sony-Laptop und da muss ich sagen, mir ist der PC so oft abgeschmiert. Also es hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht und ja, da habe ich mich Anfang dieses Jahres dafür entschieden, das Teilchen hier zu holen und ich
liebe es einfach. Ich verwende es so, so gerne. Es macht so viel Spaß, mit dem zu arbeiten, weil es einfach funktioniert. Also ich weiß ja, wenn ihr das kennt, wenn man Technik hat und es funktioniert halt nicht. Man ärgert sich immer nur. Und wenn man eine Technik hat, die einfach funktioniert und einfach immer da ist und ja, da macht es einfach wesentlich mehr Spaß, mit dem zu arbeiten. Und deswegen, ja, muss ich auch euch den als Favoriten vorstellen, weil ich liebe es einfach, mit dem zu arbeiten. Ja, dann habe ich noch zwei Buchfavoriten für euch. Und zwar habe ich mir, ich weiß gar nicht, ob ich mir Anfang dieses Jahres oder schon letzten Jahres geholt, die Nur, was ich mag, von der Sissy Canciora. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgeschrieben. Sie hat auch einen YouTube-Kanal. Also, ich weiß nicht, ihr kennt sie mit Sicherheit. Sie hat dann dieses Buch rausgebracht und ich finde es richtig gut. Ich habe es komplett einmal durchgelesen und ich greife auch gerne dazu. Einfach aus dem Grund, ich habe mich dieses Jahr auch oft mit dem Thema so Minimalismus beschäftigt. Und ja, ich finde es sehr faszinierend. Aber ich muss sagen, ich bin kein Mensch, der auf all das verzichten kann. Also ich liebe Make-up und ja, aber man vergisst auch, loszulassen. Also man vergisst auch, Sachen gehen zu lassen, die einem keinen Spaß machen, mit denen man sich nur ärgert. Und dadurch wird eine Wohnung ja auch recht voll. Und ja, da habe ich mir Marie Kondo habe ich zum Beispiel auch gelesen, fand ich auch sehr, sehr interessant. Und ja, es sind einfach so Sachen. Aber das hier hat mich halt einfach mit am meisten begeistert. Da sind auch ein paar Sachen mit in mein Bullet Journal mit reingegangen. Und ja, deswegen einer meiner Favoriten und ja, das ist bei mir für 2019. Ja, das Thema Entrümpeln steht auf jeden Fall ganz, ganz oben auf meiner Liste für 2019, weil man hat so viele Sachen, mit denen man einfach keinen Spaß mehr hat, die einem nicht gefallen. Und ja, man braucht manchmal so ein bisschen einen Schubs in die richtige Richtung und deswegen finde ich das toll, deswegen liebe ich es. Ich finde, es ist eine schöne Richtlinie, an die man sich halten kann. Ihre Videos dazu sind auch richtig klasse, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Nur was ich mag, die Reihe finde ich richtig toll und ja, deswegen ein Favorit von mir. Ja, ein weiteres Buch, was ich euch gerne ans Herz legen möchte, auch von einer YouTuberin, ja, es ist Jasmin Ahrensmeier. Gestalte dein Journal mit der Bullet-Methode, kreativ werden, Ziele verwirklichen, Glück finden. Ja, das ist so ein Inspirationsbuch, sage ich mal. So, wie kann man was aufbauen, wie kann man das machen? Na, einfach halt praktisch, ja, so. Ich zeige euch jetzt ein paar Seiten. Einfach so ein kleines Hilfsmittel, was nicht digital ist, was man einfach in der Hand hat, mit dem man arbeiten kann. Sie hat ja auch gesagt, dass es extra so gemacht ist. Also man kann es ja praktisch wirklich so hinlegen, dass man damit arbeiten kann. Und es sind halt so viele Inspirationen drin. Und ja, deswegen mag ich es einfach sehr, sehr gerne. Und ich habe auch mit dem Buch jetzt am ganzen Wochenende jetzt dran gesessen und mein neues Bullet Journal aufgesetzt. Und auch mit Videos von ihr, mit Videos von anderen. Also ich verlinke euch sie auch mal oben in der Infobox. Schaut auf jeden Fall mal gerne vorbei bei ihr. Sie ist eine richtig nette, sympathische, beruhigende Persönlichkeit irgendwie. Also ich schaue ihre Videos so, 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 so gerne. Und ja, das ist auch so ein Thema Bullet Journal, was ich dieses Jahr auch wirklich 100% machen möchte und 100% durchhalten möchte. Und mir einfach helfen soll, mir meinen Alltag besser zu organisieren. Und ja, deswegen durften diese zwei Bücher hier in meinen Favoriten nicht fehlen. Ich finde sie richtig toll. Wenn ihr die Gelegenheit habt und der Buchhandel hat die Bücher, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Also das habe ich auf jeden Fall schon im Buchhandel gesehen, bei dem hier noch nicht, glaube ich. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut mal in die Bücher rein. Sie sind wirklich toll. Dann kommen wir zu meinem nächsten Favoriten. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das jetzt war. War das jetzt im Oktober oder erst im November? Ich glaube, war im November. Hat Rammstein ja angekündigt, dass sie auf Tour gehen nächstes Jahr. Und ja, wie ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, ich
brauche unbedingt Karten. Jetzt war das natürlich nicht ganz so einfach, wie man sich das gerne vorstellen würde. Man stellt sich vor, man geht online, bestellt die Karten und gut ist. Nicht bei Rammstein. Leute, ich bin 2 Stunden da gesessen und habe mein Handy aktualisiert. Ich war in dieser Warteliste ohne Ende. Es ist, glaube ich, der 8.6. wäre es gewesen, in München, genau. Und ich habe mir nur gedacht, so nach 2 Stunden, so war alles ausverkauft. Ich denke so, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich habe mir echt gedacht so, oh verdammt, ich habe es nicht geschafft. Ich bin ständig in dieser Warteliste gehangen und habe mich schon so geärgert. Und bin halt dann aus der Seite für München raus, bin dann in die Seite für Dresden, weil ich mir gedacht habe, ach komm, dann fahrst du halt nach Dresden. Auch da war natürlich alles weg. Und dann bin ich wieder ins Menü gegangen und auf einmal stand da der 9.6. Und ich denke mir so, Moment mal, der stand doch gerade noch nicht da. Da haben die tatsächlich, nachdem der 8.6. ausverkauft war, ein Zusatzkonzert für München gemacht. Und ja, ich war in dem Moment so, ah, ja, schnell drauf und ich habe Karten gekriegt. Ich habe es geschafft, weil in dem Moment haben es anscheinend noch nicht viele bemerkt, dass es für den 9.6. jetzt auch einen Termin gibt. Ich war so happy und nachdem die Karten dann angekommen sind, sie sind übrigens hier drin, ne? Ich versuche euch mal nicht zu blenden. Ja, ich habe sie eingerahmt, damit sie jetzt erstmal im Wohnzimmer, im Wohnzimmer hängen. Und ich freue mich schon mega drauf. Und mein Freund genauso, beziehungsweise mein Verlobter, freut sich genauso drauf. Ich freue mich einfach. Also es ist, glaube ich, ein Erlebnis, was man so schnell nicht wieder haben wird, weil wirklich die Karten sind so schnell ausverkauft gewesen. Das ist der Wahnsinn einfach. Ja, deswegen, ich liebe es. Das ist wirklich einer meiner absoluten Favoriten und den werdet ihr wahrscheinlich nächstes Jahr auch nochmal sehen, wenn ich sage, ich war auf dem Konzert, weil das ist, glaube ich, was, ja, sowas bleibt irgendwie im Herzen und sowas erlebt man auch meistens nur einmal und ja, deswegen freue ich mich so drauf. Ja, an der Stelle möchte ich jetzt das Video dann auch beenden. Ich glaube, es ist sehr, 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 sehr lange geworden. Es sind so viele tolle Produkte dabei, so viele tolle Erlebnisse dabei. Und ja, deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!